Im Frühling 2021 ging bei der EU-Kommission in Brüssel ein Brief ein, der politisch höchst brisant war. Der Absender, das kleine osteuropäische Land Montenegro, wohlgemerkt kein Mitglied der EU. In dem Brief bat die Regierung Montenegros die EU darum, ihnen finanziell auszuhelfen, um einen Kredit bedienen zu können. Es war keine Aufforderung, sondern mehr eine Art Hilferuf. Und man hoffte, dass die EU einem EU-Beitrittskandidaten in einer schwierigen Lage unter die Arme greifen würde. So wie man sich auch unter Freunden unterstützen würde, wenn jemand eine schwere Zeit durchmacht. Allerdings sind die Zahlen in diesem Fall natürlich deutlich höher. Es ging um einen 944 Millionen Dollar Kredit. Ein Kredit, den Montenegro aufgenommen hatte, um eine Autobahn durch die Berge zu bauen. Das war nicht das Problem, aber man hatte diesen Kredit ausgerechnet bei der Volksrepublik China aufgenommen. Die Antwort aus Brüssel kam wenige Zeit, nachdem der Brief eingetroffen war. Die EU zahlt keine Kredite zurück, die bei Dritten aufgenommen wurden. Es war ein klares Nein und es ließ Montenegro mit einer Schuldenlast zurück, die sie aus eigener Kraft kaum begleichen können. Aber immerhin hatten sie die Autobahn, oder? Nicht wirklich, denn sie ist nicht vollständig. Stattdessen führt sie aktuell von der Hauptstadt Podgorica nach Matesevo, ein Dorf mit weniger als 100 Einwohnern und ohne eigenen Wikipedia-Artikel. Um dieses Dorf im Nirgendwo zu verbinden, wurde ein Bauwerk geschaffen, das technisch betrachtet absolut beeindruckend ist. Es wurden Brücken und Tunnel gebaut, um in der bergigen Landschaft Montenegros schnell voranzukommen. Diese Straße wurde auch noch in Rekordzeit gebaut. Das liegt daran, dass man sich nicht nur bei der Finanzierung des Projektes von China helfen ließ, sondern auch beim Bau. Im Grunde ist das hier eine chinesische Autobahn. Und das ist Teil eines Trends, der sich über die letzten Jahre etabliert hat. Während China im letzten Jahrhundert sein eigenes Land durch gigantische Umbauprojekte verändert hat, erstreckt sich ihre Bauwut in diesem Jahrhundert auch auf andere Teile der Erde, mit teilweise sehr negativen Folgen für die betroffenen Länder. Aber wie kam es dazu? Und warum hat sich ein Land wie Montenegro in so eine schwierige Lage gebracht? Schauen wir es uns an. Wir sollten uns zuerst einmal anschauen, wie klein Montenegro von seiner Fläche und auch von seiner Wirtschaftsleistung her ist. Denn ich finde, wenn man von anderen Ländern redet, unterschätzt man oft, wie klein und wirtschaftlich schwach sie sein können, selbst in Europa. Man könnte meinen, dass eine Autobahn mit ein paar Brücken kein Land in finanzielle Bedrängnis bringen kann. Hier ist das aber der Fall. Montenegro ist von seiner Fläche her in etwa so groß wie Schleswig-Holstein. Das ist aber schon das Größte an Montenegro, denn es ist nicht sonderlich dicht besiedelt. Mit seinen etwa 620.000 Einwohnern ist es gerade einmal so bevölkerungsreich wie Leipzig. Ist es deshalb auch wirtschaftlich so stark wie die Stadt Leipzig? Bei weitem nicht. Was die wirtschaftliche Stärke angeht, muss sich Montenegro eher mit mittelgroßen deutschen Städten wie Solingen, Aschaffenburg oder Jena vergleichen. Und genau hier liegt das Problem. Denn eine Stadt wie Jena könnte sich eher schlecht eine Autobahn für 1 Milliarde Euro leisten. Das wäre nämlich das Doppelte des Jahresetats. Und es gibt sowohl in Jena als auch in Montenegro natürlich auch noch andere Dinge, für die man Geld ausgeben sollte. Warum hat sich die Regierung von Montenegro also auf dieses Bauprojekt eingelassen? Und warum ausgerechnet noch mit China? Ich weiß, dass der Vergleich zwischen einer deutschen Stadt und einem souveränen Land etwas hinkt, wenn es um die finanziellen Möglichkeiten geht. Aber trotzdem ist Montenegro nicht die Art von Land, die sich leisten kann, Geld in übertriebenen Infrastrukturprojekten zu versenken. Das ist immer noch eine deutsche Kernkompetenz. 1 Milliarde Dollar, das sind etwa 1.600 Dollar für jeden einzelnen Einwohner des kleinen Landes. Und dieses Geld sollte natürlich gut angelegt sein. Montenegro ist ein Land der Gegensätze. Der Küstenbereich ist relativ wohlhabend, was natürlich am Tourismus liegt. Jedes Jahr zieht es Millionen von Touristen an die Strände der Adria. Und Montenegro ist dabei zwar nicht in einer Kategorie mit Italien oder Kroatien zu nennen, aber inzwischen auch kein Geheimtipp mehr. Das Geld der Touristen bleibt aber hauptsächlich in der Küstenregion, während das Hinterland wirtschaftlich nicht besonders gut dasteht. Das liegt zu einem großen Teil auch daran, dass die Städte im Nordosten zwar Luftlinie nicht sonderlich weit von der Küste entfernt sind, aber es eine mühsame Reise ist, diese tatsächlich zu erreichen. Denn quer durch das Land erstrecken sich die Dinariden. Das Dinarische Gebirge ist ein eindrucksvolles, längliches Gebirge, das sich entlang der Adriaküste des westlichen Balkans erstreckt. Mit seiner beeindruckenden Topografie, die sich durch steile Kalksteinfelsen, tiefe Schluchten und Täler auszeichnet, stellt es eine natürliche Barriere dar, die den Zugang zu bestimmten Regionen deutlich schwerer macht. Die zerklüfteten Bergketten, die teils über 2500 Meter hoch sind, sind nicht nur atemberaubend anzusehen, sondern auch eine Herausforderung für Infrastruktur und Verkehr.
Viele der Pfade und Straßen sind kurvenreich, eng und vor allem sehr lang, was die Reisezeit in entlegene Gebiete verlängert. Um dieses Hindernis zu überwinden, wurde eine Autobahn geplant. Die Autoput Bar-Bolyare oder, wie ich sie nennen werde, Montenegros A1. Sie sollte im Hafen der Stadt Bar beginnen und natürlich nicht nur bis zum kleinen Dorf Matesjevo führen, sondern bis zur serbischen Grenze und von dort aus weiter bis nach Belgrad. Damit hätte man das ganze Land, was den Verkehr angeht, deutlich kompakter gemacht. Außerdem hätte man Serbien, das selbst keinen Zugang zum Meer hat, den wahrscheinlich schnellsten Weg zu einem Hafen ermöglicht, was sicherlich auch eine interessante Einnahmequelle gewesen wäre. Die Idee hinter der Autobahn ist also keinesfalls vollkommener Blödsinn. Aber von den geplanten 167 Kilometer wurden bislang erst 41 gebaut, bis das Geld ausging. Und einer der Gründe, warum das Geld so schnell weg war, ist wirklich ein bisschen peinlich. Die 41 Kilometer Autobahn, die man bekommen hat, sind ohne Zweifel ein Meisterwerk moderner Ingenieurskunst. Das Projekt wurde maßgeblich von chinesischen Unternehmen unter der Führung der China Road and Bridge Corporation umgesetzt. Ein staatseigenes Unternehmen, das sich auf groß angelegte Infrastrukturprojekte spezialisiert hat und fast so eine Art Stammgast auf meinem Kanal ist. Sie brachten nicht nur das technische Know-how mit, sondern auch das Material und die Arbeitskräfte, damit möglichst viel von dem investierten Geld direkt wieder nach China zurückfließen konnte. Aber die damalige Regierung von Montenegro hatte ausgehandelt, dass 30% der Arbeiter aus der Region kommen sollten. Eigentlich eine gute Idee. Es wirft allerdings kein gutes Licht auf die Sache, dass sich später herausstellte, dass ein großer Teil der beauftragten lokalen Unternehmen Verbindungen zur Regierungspartei hatten. Es ist also anzunehmen, dass ein gewisser Teil des Geldes, also auch in der lokalen Wirtschaft, sagen wir mal, verloren gegangen ist. Aber obwohl das schon schlimm genug wäre, hatte sich auch noch ein Fehler bei der Aufnahme des Kredites bei China eingeschlichen. Und zwar hatte man den Kredit nicht in Euro aufgenommen, sondern in US-Dollar. Und das ist ein riesiges Problem. Denn Montenegro bekommt durch seine Steuern nun mal keine US-Dollar, sondern Euro und muss diese dann am Kapitalmarkt umtauschen. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Wenn der Euro zum Dollar fällt, wird die Brücke teurer. Steigt er, wird es günstiger. Man ist also nicht nur mit dem Bau der Brücke ein Risiko eingegangen, sondern hat auch noch eine Milliarde Dollar schwere Wette am Währungsmarkt platziert. Hört sich mehr nach Glücksspiel an, als nach einem durchdachten Investment. Und der Kurs von Euro und Dollar war nicht gerade stabil in den letzten Jahren und hat den Preis des Projektes damit ordentlich schwanken lassen. Zu den ganzen finanziellen Problemen kommen auch noch Umweltaspekte dazu, die ich bislang noch gar nicht erwähnt habe. Wie das Problem, dass eine der größten Brücken mitten durch ein Tal verläuft, das UNESCO-Weltkulturerbe ist und das insgesamt massives Terraforming betrieben werden musste, um überhaupt eine Straße durch die Berge zu bauen. All diese Probleme haben das Projekt auch bei der Bevölkerung nicht gerade beliebt gemacht. Und tatsächlich gibt es viele, die sich fragen, ob die restlichen 122 Kilometer der Strecke überhaupt jemals fertig gebaut werden. Seit Mai 2023 steht Montenegro unter neuer, pro-europäischer Regierungsführung. Und mit diesem Wechsel an der Spitze ist auch die Zukunft des Autobahnprojekts ungewisser denn je. Die neue Regierung steht vor einem schwierigen Balanceakt zwischen der dringenden Notwendigkeit, die Autobahn zu vollenden, damit sie überhaupt einen relevanten Nutzen hat, und gleichzeitig die Bürde der enormen Schuldenlast zu tragen, die das kleine Land in eine prekäre finanzielle Lage gestürzt hat. Dabei muss sie nicht nur die finanziellen Herausforderungen meistern, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung und potenzieller Investoren gewinnen. Die Entscheidung, das Projekt mitten in der Umsetzung abzubrechen, gleicht dem Dilemma, ein halbfertiges Haus zu haben. Man hat bereits erheblich investiert, die Grundmauern stehen, vielleicht ist das Dach schon halb gedeckt. Aber jetzt muss man entscheiden, führt man den Bau fort, obwohl die Kosten weiter steigen und die Schuldenlast bereits erdrückend ist, oder lässt man es unvollendet mit dem Risiko, dass alle bisherigen Investitionen umsonst waren und ein nutzloses Gerüst zurückbleibt. Wie bei einem halbfertigen Haus, das weder Schutz noch Komfort bietet, würde eine halbe Autobahn ins Nirgendwo keine der versprochenen Vorteile bringen. Und mindestens eine Partei möchte unbedingt weiterbauen. Und das ist China. China hat bereits signalisiert, bereit zu sein, Montenegro einen weiteren Kredit für die Fertigstellung des Autobahnprojekts zu gewähren. Dieses Angebot wirft jedoch die Frage auf, warum ist China, ein Land mit so vielen eigenen Bauprojekten, so sehr daran interessiert, in ein kleines europäisches Land zu investieren? Oder noch besser, warum will China einem Land unbedingt einen zweiten Kredit geben, wenn es noch nicht mal gesichert ist, dass es den ersten Kredit zurückzahlen kann? Eine Bank würde mir ja auch keinen zweiten Kredit geben, wenn ich mit der Rate für den ersten im Rückstand bin. Montenegro hat als Land,
aktuell ein Kreditrating von B+. Und auch wenn eine 2+ in der Schule eine solide Note ist, ist es in der Finanzwelt ein Indikator dafür, dass die finanzielle Situation notorisch wechselhaft ist. Jeder gute Investor aus der Höhle der Löwen wäre an dieser Stelle raus, China aber nicht. Denn hinter Chinas Bereitschaft, weitere Mittel bereitzustellen, steht mehr als nur ein rein finanzielles Interesse. 1 Milliarde Dollar sind Peanuts für China, selbst wenn sie das Geld nicht wiedersehen. Die Investition ist Teil der Belt and Road Initiative, eine strategische Agenda zur Ausweitung des chinesischen Einflusses durch globale Infrastrukturprojekte. Durch die Finanzierung solcher Projekte will China seinen geopolitischen Einfluss ausbauen, sich langfristige Verbündete sichern und gleichzeitig seine Ingenieurskünste unter Beweis stellen. Durch massive Investitionen in Bauprojekte in verschiedenen Ländern sollen damit Handels- und Investitionsnetzwerke aufgebaut werden. Diese Projekte reichen von Straßen und Eisenbahnen über Häfen bis hin zu Telekommunikationsnetzen. Der Hintergedanke dabei ist es, den Einfluss Chinas weltweit zu vergrößern, Handelsrouten zu sichern, den Zugang zu wichtigen Ressourcen zu erlangen und neue Märkte für chinesische Unternehmen zu erschließen. Ein sehr kritisch betrachteter Aspekt von Chinas Plan ist die sogenannte Schuldenfallendiplomatie. Hierbei gewährt China Ländern Kredite für solche großen Bauprojekte, die sie nur schwer zurückzahlen können. Wenn die Länder in Zahlungsschwierigkeiten geraten, kann China diese Schulden als Druckmittel nutzen, um politische Gefallen einzufordern oder Kontrolle über strategische Vermögenswerte wie Häfen oder Flughäfen zu erhalten. Das stärkt Chinas Position, während die anderen Länder in eine Abhängigkeit geraten, die ihre eigenen wirtschaftliche und politische Handlungsfähigkeit einschränken kann. Es steht nicht fest, was passiert, wenn Montenegro seine Schulden bei China nicht begleichen kann. Aber es ist möglich, dass China in diesem Fall den Besitz der Autobahn selbst übernehmen würde. Das wäre natürlich das schlimmste Szenario für Montenegro, weil sie in diesem Fall keine Kontrolle mehr darüber hätten, was mit dem wichtigsten Teil ihrer Infrastruktur passiert. Es bleibt offen, wie die Geschichte ausgeht. Aktuell ist kaum abzusehen, wie sich Montenegro aus der Schuldenfalle, in die sie getappt sind, befreien können. Und auch nicht, ob das Projekt jemals fertiggestellt wird. Aber es ist auch noch nicht an der Zeit, um abschließend darüber zu urteilen, ob es ein sinnvolles Projekt war oder nicht. Ist es zu teuer für ein so kleines Land? Wahrscheinlich schon. Hätte man es besser planen und ausführen müssen? Auf jeden Fall. Aber wer weiß, vielleicht wird es eines Tages fertiggestellt und daraus erwächst langfristig Wohlstand für das ganze Land. So ein Stück Infrastruktur ist für Jahrzehnte ausgelegt. Vielleicht wird man am Ende feststellen, dass es das Risiko wert war, selbst wenn es aktuell überhaupt nicht danach aussieht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann schaut euch doch als nächstes dieses hier an, indem ich mir die kroatische Brücke angeschaut habe, die möglicherweise das Nachbarland Bosnien davon abhalten könnte, jemals einen Hochseehafen zu bauen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir bald die 20.000 Abonnenten erreichen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.